Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf unserem Kanal, Warhammer 40k Space Marine 2. Heute das Ganze aus meiner Sicht und das bedeutet, dass ihr mit meinem mittlerweile nicht mehr so besonders routinierten Aufnahmesetting hier klarkommen müsst. Ich hoffe, es geht einigermaßen. Der gute Java wird mir heute für den Moment einmal über die Schulter schauen. Sag doch mal Hallo. Yes, moin Leute, es geht weiter. Space Marine 2. Ich habe es damals auf meinem Solo-Kanal gespielt, noch bevor wir unseren gemeinsamen Kanal hatten. Und an der Stelle muss man auch einfach mal sagen, dass uns das 40k-Universum natürlich eh so ein bisschen am Herzen liegt. Denn ohne dieses Universum hätten wir uns vielleicht nie kennengelernt. Wir haben damals Dawn of War gespielt und Dawn of War 2 haben wir auch gespielt und Dawn of War 3 auch, aber vor allem Dawn of War. Und daraus ist auch dieser wundervolle Kanal entstanden. Jetzt wissen wir natürlich, dass hier auch unter unseren Zuschauern sicherlich viele Leute sind, die mit 40k nicht so viel anfangen können, vielleicht auch Space Marine 1 nicht gespielt haben. Wir hoffen trotzdem, ihr habt Bock darauf, weil dieses Spiel ist, glaube ich, wirklich großartig. Es hat sehr gute Rezensionen bekommen und insbesondere sind wir begeistert, weil sich die komplette Kampagne diesmal im Multiplayer bzw. im Koop spielen lässt. Und das bietet sich für unseren Kanal natürlich absolut an. Genau, richtig. Leider kann man die Tutorial-Mission nicht im Koop spielen. Das heißt, die werde ich jetzt heute alleine bestreiten müssen und da werdet ihr also mit meinem stümperhaften Gameplay alleine vorlieb nehmen müssen. Ich bin wirklich, wirklich schlecht in Shootern. Das muss ich an der Stelle nochmal dazu sagen. Ich bin leider einfach ein bisschen zu hohl dafür und habe auch nicht die Reflexe. Das heißt, also ich hätte das sehr gerne Java aufgebürdet. Ihr habt mir das aber heute aus Auge gedrückt, einfach aus dem Grund, dass ich mir, naja, dummerweise gerade einen neuen PC gekauft habe, der halt einfach leistungstechnisch ein bisschen mehr hergibt als seiner und dementsprechend die Aufnahme auf meinem vermutlich etwas flüssiger und schöner aussehen sollte. Genau, deswegen dieses Projekt aus meiner Sicht. Wir sehen, wir haben hier vier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Leicht ist sowieso raus, überhaupt keine Frage. Und dann haben wir uns halt so ein bisschen gefragt, gut, was macht man denn jetzt hier für die Kampagne? Engel des Todes ist halt eher so ein Tryhard-Ding, denke ich. Also das wird absolut keine Freude machen, weil wir natürlich schon auch so ein bisschen die Kampagne halt irgendwie auch durchspielen wollen und halt irgendwie die Missionen halt flüssig erleben wollen. Und dann war halt immer noch so ein bisschen die Frage, normal oder Veteran. Wir haben so ein bisschen geguckt, selber ausprobiert, aber halt auch gegoogelt. Der Schwierigkeitsgrad soll auf Veteranen wohl nochmal deutlich anziehen. Und die Erfahrung haben wir wohl auch gemacht, dass wir da doch also auch selbst im Tutorial schon ganz gut zu kämpfen hatten. Scheint auch für ein eher storyorientiertes Let's Play vielleicht ein bisschen zu knackig zu sein. Wenn uns das später zu langweilig wird, müssen wir uns nochmal gucken, ob man das vielleicht irgendwie dynamisch noch hochstellen kann. Nachdem man halt die Kampagne gestartet hat. Aber genau, für den Moment würde man das Ganze hier mal auf normal anfangen. Da drücke ich jetzt einmal Genau. drauf und dann gucken wir mal, was uns das Spiel so entgegenwirft. Ein Textfeld, was nicht vorgelesen wird anscheinend. Im 41. Jahrtausend steht die Menschheit kurz vor ihrer Auslöschung. Das viele Galaxien umspannende Imperium der Menschheit wird von allen Seiten durch feindlich gesinnte Aliens bedroht, während Verräter und Heretiker es von innen zersetzen. Ein neues dunkles Zeitalter ist hereingebrochen, in dem immerwährender Krieg herrscht. Die Aufklärung ist Aberglauben, sinnentleerter Rhetorik und blinder Gebetswut gewichen. Die unzähligen Milliarden von Menschen, die in diesem Zeitalter ihr Dasein fristen, leben im grausamsten, blutigsten Regime, das die Menschheit je erlebt hat. Die Space Marines, übermenschliche, durch Biotechnologie gezüchtete Krieger, sind die mächtigsten, gefürchtetsten Verteidiger des Imperiums. Sie sind die letzte Hoffnung der Menschheit gegen den Terror. Es gibt keine Zeit für Frieden, kein Ruhen, kein Vergeben. Hashtag Good Vibes, wie man es aus Warhammer 40k kennt. Ja, irgendwo Genau, muss ja das wir. Motto auch da noch kommen. Ja, wer hätte es gedacht? In the grim darkness of the far future, there is only war. Genau, wir kriegen hier jetzt erstmal so ein bisschen Exposition, was natürlich auch Sinn macht bei einer Story-Kampagne. Die letzte Story-Kampagne hier auf dem Kanal ist ein bisschen was her. Wobei Iron Harvest könnte man vielleicht noch zählen. Wir hoffen, dass auch die RTS-Fans sich vielleicht für das Spiel begeistern können. Wie gesagt, gerade weil es im Koop spielbar ist, haben wir halt richtig Bock drauf tatsächlich. Wir fanden das erste Spiel auch schon sehr gut, haben ja auch Multiplayer gespielt. Und wir sehen schon, dass wir in diesem Spiel eine neue Gegnerklasse in Space Marine begrüßen dürfen. Voller Freude blicken wir auf eine Tyranideninvasion. Ja, das denken sich die Dudes auch gerade so. Digga, weiß ich nicht, dafür habe ich mich nicht gemeldet. Kann ich mich noch krank schreiben lassen? Ja, exakt das. Man muss dazu sagen, dass der Koop zu dritt spielbar ist und wir haben auch schon im Kopf, mit wem wir das machen wollen, aber wir haben uns gedacht, den ersten Part, also jetzt das Tutorial, spielen wir erstmal zu zweit und wir werden dann aber in der nächsten Folge wahrscheinlich zu dritt am Start sein, also auch da könnt ihr gespannt sein. Und die Exposition hier ähnelt so ein bisschen auch Space Marine 1 von der Story, was natürlich ganz passend ist. Natürlich müsste man sich das jetzt eigentlich ganz episch anhören und anschauen. Wir quatschen hier gerade ein bisschen drüber. Wir hoffen, das stört euch nicht. Hauptsächlich du. Ja. Aber was mir gerade noch aufgefallen ist, ich habe natürlich mir jetzt gerade hier kein Overlay einblenden lassen. Das heißt, ich hoffe und bete, dass diese Aufnahme läuft und halt nicht irgendwann zwischendurch abbricht oder so Späße. Sonst haben wir hier richtig, richtig Kirmes. Aber
Naja, Ja, wird schon. Daumen Aber sind spiele ich dann gedrückt. nochmal. So in der Art. Also, wir haben jetzt hier jedenfalls erfahren, hier wird also eine Welt von Xenos, also den Tyranniden, bedroht und es scheint sich um ein Frühstadium der Invasion zu handeln. Und es gibt auf diesem Planeten eine hochgeheime Einrichtung des Mechanikums und die hat absoluten strategischen Wert. Deswegen soll man also bitte jetzt hier nicht die ganze Welt kaputt bomben und stattdessen gucken wir einfach mal, wer sich hier in der Gegend so rumtreibt, der helfen könnte. Ja, so ist es. Searching Wir nearby werden forces, gucken wir mal, wen wir da so finden. Haben wir die Astropaten versuchen, mal angefunkt. Heil dem Omnissiah, heil dem Maschinengott. So, jetzt. wir werden versuchen, euch nicht zu sehr mit 40k Lore zuzulabern. Natürlich, wir haben beide Bücher gelesen, also nicht beide Bücher, sondern wir haben beide verschiedene Bücher gelesen und insbesondere die Spiele gespielt und sogar mal ein bisschen Tabletop rumgemalt, nur aus Spaß. Aber es ist auch, selbst wenn man kein 40k oder Warhammer allgemein Fan ist, ist es eine wirklich gut spielbare Kampagne. Wie gesagt, das erste Spiel war schon super. Hat auch Fans, glaube ich, wieder ans Franchise rangeführt. Und ja, wir versuchen das Abnörden ein bisschen im Rahmen zu halten, insbesondere für die Leute, die hier vielleicht eher mit Age of Empires 3 eingestiegen sind auf dem Kanal. Jawohl, ja. Aber vielleicht an der Stelle kurz. Wir haben in der Story von Space Marine 1 einen Ultramarine gespielt, den guten Captain Titus, der also auf eine Forge World, also eine Schmiedewelt des Mechanikums gerufen wurde, weil da Orks eben halt einen Titanen plündern wollten, also eine große, wichtige Kriegsmaschine. Und das haben wir erfolgreich verhindert, sind dabei aber auch mit dem Chaos in Berührung gekommen. Und ja, das Problem ist so ein bisschen, dass das Chaos eben halt eigentlich so eine alles korrumpierende Macht im Warhammer 40k-Universum ist, der man nur sehr schwer widerstehen kann. Und der gute Captain Titus, der hat aber also ein bisschen zu starke unheilige Resistenzen gegen das Chaos gehabt. Das war seinen eigenen Ordensbrüdern dann etwas suspekt, weswegen die ihn dann ja, postwendend bei der Inquisition verpetzt haben. Und dann ist die zum Schluss der Kampagne gekommen und hat den guten Captain Titus eingesammelt und ihn, ja, verschleppt. Genau, und Und was wir jetzt hier das sehen war ist, das ja. Ende der ersten Kampagne und die zweite soll irgendwie daran anknüpfen. Wir haben uns nicht gespoilert bisher. Sieht übrigens ziemlich cool aus, muss man sagen. Ja, super beeindruckend. Nee, wir haben uns nicht gespoilert, wir sehen jetzt hier aber auch keine Ultramarine. Das heißt, da ist jetzt gerade eh noch die Frage, wie wir jetzt wieder ins Ultramarine-Chapter gleich reinfinden. Das ist hier Deathwatch, die sind von der Inquisition angestellt oder eng mit der Inquisition verbunden, die Marines, und insbesondere halt für Xenopurgen zuständig. Genau, Genau, das tun sie richtig. hier auch. Aber das Spannende ist so ein bisschen, also bei der Deathwatch, die Leute, die sind von unterschiedlichen Space Marine Orden, die tragen auf der linken Seite ihres Schulterpanzers immer halt hier das Symbol der Inquisition und halt das Zeichen der Deathwatch. Und auf der anderen Seite, also hier auf der rechten Seite, tragen die eigentlich halt eben das Symbol ihres alten Ordens. Und es ist ganz spannend, weil also ihnchen hier ein Stück Stoff darüber gespannt hat und wir dementsprechend gar nicht wissen, aus welchem Chapter er hier wohl so sein könnte. Ja, jetzt muss man dazu sagen, dass sowohl die Dawn of War-Teile als auch Space Marine 1, die haben natürlich immer das Problem, dass es sehr viele Die-Hard-Fans von Warhammer und Warhammer 40k gibt, die bei jeder Kleinigkeit, die nicht ganz loregetreu ist, irgendwie schreien, die Arme in die Luft werfen. So schlimm ist es bei uns, glaube ich, nicht. Am Ende ist das ja alles Fantasy bzw. Science Fiction und als solches muss man sehen, 40k hat sich ja auch über die Jahre sehr stark entwickelt, was Codex und Co. angeht. Und das ist hier immer so eine An-40k. Also es ist halt ein 40k-Spiel, klar, aber ein bisschen künstlerische Freiheit haben natürlich auch die Spielhersteller bei solchen Sachen. Ja, wobei, also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen dramatischer Effekt hier quasi der Spieleprogrammierer, dass man hier noch nicht sieht, welchem Orden er hier angehört. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt tendenziell ein Fehler ist, zwangsweise. Nee, Aber. das meinte ich auch gar Ach nicht. so, Aber okay. ja, es ist halt schwierig über Sachen. Das ist so wie mit Verfilmungen von Büchern und so. Da, ja, ne, passieren halt Kleinigkeiten, die vielleicht dann auch mal abweichen. Das ist okay. Du hast jetzt einen schweren Angriff noch bekommen. Wir starten hier natürlich ganz klassisch mit dem Kettenschwert, Nahkampf. Man muss dazu sagen, dass sie in dem Spiel hier auch ein bisschen das Kampfsystem überarbeitet haben, meiner Meinung nach im Positiven. Es ist ein bisschen weniger einfach stumpf draufhacken, man muss mehr kontern, weil man sonst einen Schaden frisst. Man sieht, wir haben eine Rüstung, die regeneriert, also sieht man gerade nicht, weil die gerade nicht da ist, aber die regeneriert sich von alleine. Und wir sehen jetzt, wir können Paraden machen, um eingehende Angriffe abzuwehren und episch zu kontern. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das tut, wenn man ansonsten schon recht viel schnell Schaden bekommt. Oh ja, Genau. das kann man so sagen.
Also genau, wir haben normales Leben, das ist oben links die rote Leiste, und dann haben wir diese drei Balken da unten drunter, das ist unsere Rüstung, die regeneriert sich wie im ersten Teil halt auch langsam, aber... ja, da hat sie sich gerade regeneriert. Genau, richtig. Muss man nicht viel für tun. Das Leben an sich regeneriert sich nur dadurch, dass man halt Schaden macht und halt natürlich in der Zeit logischerweise weniger nimmt, als man halt austeilt. Ja, und wobei wir hier im Tutorial alle paar Sekunden ein Full Heal kriegen. Ja, das ist völlig richtig. Und genau, wenn ich hier C drücke, also ich spiele das Ganze auf der Tastatur, Java spielt es auf dem Controller, was glaube ich eigentlich für das Spiel auch die deutlich sinnvollere Idee ist, dann kann ich parieren. So. Hallo? Genau. Ich glaube, du musst weitergehen. Ja. Ja, ja. Okay. Da kommt noch irgendwas. Ein großer Böser. Ein großer Bro. Ja, ich finde, dass die Kombi aus Nah- und Fernkampf halt in Space Marine 1 schon sehr cool war und dann noch in Kombi mit sehr vielen diversen, also sehr unterschiedlichen Waffen auch. Ja, so, jetzt sehen wir, okay, also es gibt auch rote Angriffe, denen kann ich anscheinend gar nicht, also die kann ich nicht blocken, denen muss ich ausweichen. Hier sein lustiger Scheiß da mit der Peitsche. Ja, passt schon. Hätte man kontern können, genau. Ja, ja. Die rüst da mehr so in der Hauptsache rein. Und hier können wir mal die erste Exekution uns anschauen, die tatsächlich auch das Leben ein bisschen aufheilt. Ja, genau. Und das haben wir hier gerade auch gelernt, beziehungsweise es heilt das Leben, glaube ich, mehr als andere Angriffe. Ich glaube, es heilen allgemein alle Nahkampfangriffe. Hallo? Ja, genau. Du musst irgendwas aktivieren. Ja, ich stand, glaube ich, ein bisschen angelaufen. Ja. Da ist das Spiel sehr kritisch, also Zentimeter zu nah, dann entspricht das nicht mehr dem Codex des Status und dann kann er da nicht drauf treten. Das ist natürlich verständlich. Man muss dazu sagen, dass Space Marine 2 auch schon jetzt lange in der Mache ist, sehr freudig erwartet wurde, glaube ich, schon 2021 oder so announced, für 22 wurde immer wieder verschoben. In der ersten Beta oder in den ersten Spieletests lief es dann sehr, sehr ruckelig, selbst auf sehr guter Hardware. Jetzt das Spiel, so wie wir es erlebt haben, also ich spiele auf einer 3060, du auf einer 4070, ja. Genau. Ja, Mensch, der Kollege hier hat seine Haut teuer verkauft auf jeden Fall. Der ist aus unserem Team eben halt auch mit dem Flieger abgestürzt. Und hier sehen wir, was ich meinte. Der hat auf dem rechten Schulterpanzer eben hier das Symbol seiner ehemaligen Legion. Hier handelt es sich um einen Dark Angel. Und der hat uns seine Voltpistole vermacht, wie es aussieht. Die mehr oder weniger freiwillig, ja. Was ich gerade sagen wollte, also bei uns läuft es flüssig auf Ultragrafik. Ja. Genau, also für den Moment noch zumindest. Also das hier scheint zumindest auch inklusive Aufnahme und Screen Capture und perfekter Grafikeinstellung kein Problem zu sein. Ja, das habe ich verstanden, aber muss ich hier nicht den Stein umwerfen? Ich glaube, du musst erstmal irgendwo anders hin und irgendwas abballern, oder? Ja. Siehste, da oben sind nämlich Thermaganten, die wollen wir kalt machen. Das sind die kleinen Fernkampftyraniden. Generell Tyranniden natürlich auch eine sehr coole Gegnerwahl, weil die natürlich wirklich in Massen Planeten überschwemmen und die Massen an Orks, durch die man sich im ersten Teil durchgeschnetzelt hat, das war schon sehr cool und ich glaube, dass die Tyranniden da noch mehr Spaß machen, wenn man da wirklich mit Gegnermassen konfrontiert wird. Also gleichermaßen ist das Spaß wie Frust wahrscheinlich. Ja, das ist halt also die ideale Gegner natürlich irgendwie so eine Art Hack and Slayer und also nichts anderes handelt es sich hier ja. Ja, wobei es ist halt, also es ist schon, glaube ich, kein reines Hack'n'Slay, also schon natürlich, klar, aber man, wie gesagt, sie haben so ein bisschen das Kampfsystem ein bisschen optimiert. Ich meine, so Blocken kennt man auch aus Witcher, aus... Ja, sag mal, hör mal. Darksiders, aus, allen möglichen Spielen halt irgendwie. Assassin's Creed selbstverständlich, hatte das ja von vornherein. Ja genau, jetzt lernst du noch den Nahkampfschuss, um, Ja, der ist auch tatsächlich ganz praktisch, wenn man schwere Angriffe macht, kann man also die Gegner zurücknocken und die dann quasi exekutieren. Das werden wir jetzt auch gleich einmal üben. Ah, ja, ich hab's verstanden. So semi. Ungefähr so. Ja, der Willi war da, also... Klassischer Vorfühl, vielleicht geht's nochmal, komm. Ja. Danke. So, das wollte ich. So. Ich habe jetzt extra dich geblockt, weil ich halt. Ja. Den blöden Schuss wollte. Du musst das auch dreimal machen, damit der Hinweis verschwindet. Nein, musst du nicht. Du musst auch. Also, ich habe das eben im ersten Anspielen schon verkackt, irgendwie mit den schweren Angriffen, glaube ich. Deswegen, also, das Ding verschwindet auch, wenn du einfach weiterläufst. Irgendwann denkt sich das Spiel, ja, gut, dann halt nicht. Mach drauf, was du meinst. So in der Art, ja. Nein, also, wie gesagt, ich bin völlig unbegabt in dieser Art von Spielen. Leider, das wird man immer wieder. Können wir uns dann jedes Mal drüber freuen, bei jeder Aufnahme. Genau. Das ist für uns und für euch und überhaupt alle total super. Warum sind
übrigens auch, also es gibt auch überall auf der Karte immer wieder verteilt so Tanks, die explodieren, wenn man drauf schießt. So zum Beispiel das Ding, was da rechts von dir steht. Das macht insbesondere Sinn, wenn man irgendwo hinläuft, zu gucken, ob da solche Tanks rumstehen, um einfach Gegner irgendwie zu sprengen und die Massen schon mal zu reduzieren. Ach, meinst du echt? Ich habe jetzt dazu gedacht, dass ihr dazu da seid, die Rüstung nachzufüllen, also. Ja, dafür gibt's auch Tanks, aber die sehen anders aus. Ich meinte jetzt eher das Powerpack auf dem Rücken, aber so. Übrigens, das sieht echt eklig aus, Alter. Nachdem der vom Einsatz zurückgekommen ist, dieser Umhang, der muss doch stinken. Ja, garantiert. Also ich meine, das muss schon unschön sein. Hey, guck mal, meine Lieblingseinheit aus Dawn of War 2. Ah. Stimmt, ja. Alles am Start. Ich finde das ganze Setting, es ist sehr cool gemacht, mit dem, ja, gerade mit dem Wrack, wo das abgestürzt ist und der Planet sieht schon so richtig drangsaliert aus von den Tyranniden. Ey. Das ist sehr, sehr cool. Kommt hier hoch? Ja. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Die kommen spielen. Ey. Des Weiteren hat Space Marine 2 natürlich auch noch einen Multiplayer und ich denke mal, den schauen wir uns auch zumindest an, wenn wir dann die Kampagne durch haben. Erstmal Kampagne spielen, klar, das ist das Herzstück dieses Spiels, aber auch der Multiplayer war im ersten Teil schon sehr cool, mit zwei Modi, einmal ein Exterminatus, praktisch mit Leuten gegen Gegnerwellen. Lass ihn doch mal in Ruhe trauern, Mensch, hat er hier doch seinen Buddy verloren. Guck mal, hier war ein Templar, offensichtlich dem Schulterpanzer nachzuurteilen. Und der hat jetzt die Virusbombe, die wir hochjagen sollen, dabei. Die stecken wir uns jetzt eben kurz mal unter den Mantel. Komm, gib mal her. Genau. Oh, dickes Ding. So, zack, weg ist es. Ja, nicht animiert, wie das unter dem Mantel verschwindet. Das fand ich in Witcher 3 immer so cool, dass man gefühlt die ganzen Ausrüstungsgegenstände, waren natürlich trotzdem viel zu viele, aber recht cool irgendwie verstauen und rausholen konnte. Bist du aber eine schöne Blume, Mensch, dann frage ich mich immer, ist das normal? Also ist das so ein normales Vorgehen? Einfach irgendwo draufkloppen und hoffen, dass es den Weg frei macht? Ich denke, das ist normale Killteam-Praxis, ja. Killteam haben wir auch gespielt, jetzt wo du es sagst. Ja, das sind jetzt schon die etwas schwereren Gegner. Das war natürlich jetzt schon mal super geschickt zum Beispiel. Die hauen schon ordentlich rein, wie man sieht. Ja. Deswegen spielen wir nicht auf Veteran. Ey, das liegt eher daran, dass ich unbegabt bin, ne? Das sind die Gut. Angriffe, die ich nicht blocken darf. Genau. Ich liege aber vor allem auch irgendwie so Kopf unter dieser Blume da, Alter. Ja. Das war aber gerade auch irgendwie der Vorführeffekt. Ich habe tatsächlich diesen Gegner im ersten Try auf Veteranen völlig problemlos geschlagen, aber also jetzt gerade natürlich irgendwie, weil ich es ordentlich machen wollte und blocken wollte, anstatt einfach stumpf drauf zu hauen, habe ich es natürlich nicht geschafft. Das ist irgendwie wieder so ein bisschen die Ironie der Geschichte. Gut, dann. Das ist kein Problem. Wie gesagt, wir sind halt auch gespannt, wie das Ganze skaliert, wenn man dann zu dritt spielt, weil es ist natürlich völlig nachvollziehbar und völlig klar, dass am Anfang Ja, jetzt aber. Ah, sehr gut ausgewichen, perfekt. Guck mal, hast beide Rüstungsteile noch, das sieht doch gut aus. So, jawohl, mein Junge. So sieht das klasse aus. Ja, sehr schön. Wieder alle drei Rüstungsteile sogar. Und schön wegexekutieren. Mods. Ja, also Vorführeffekt, das hat einfach niemand gesehen eben. Können wir uns da vielleicht irgendwie drauf einigen. Ja. So, dann... Ich glaube, da kommt noch einer, ne? Ja, naja, genau, da kommen jetzt erstmal die Klänen, glaube ich. Ja, aber auch nochmal ein Dicker, glaube ich. Ja, irgendwann kommt auch nochmal ein Dicker. Da oben ist er. Da ist er. Der sogar irgendwie noch so eine komische... Ja. Den habe ich irgendwie bisher auch noch nicht kontern können mit seiner Peitsche. Irgendwie hat die so ein ganz komisches Timeframe. Aber das geht gut aus für dich. Genau, das Exekutieren hat man gerade gesehen. Das heilt auch kurz. Also hat man die ganze Zeit schon gesehen. Die Rüstung, die regeneriert sich von alleine, davon haben wir drei Stück, also wir können drei Treffer einstecken, bevor wir normalen Schaden nehmen. Auf Veteranen sind es nur zwei. Hübsch hier, waren sie schon in Baden-Württemberg? Du schon. So, zack, klotsch. Alles einmal umnieten da, alles auseinanderreißen, das ist sehr schön, das macht Spaß. Da wird einem nicht langweilig. Genau, wir wissen halt auch gar nicht, wie die Schwierigkeit des Spiels skaliert, ob man jetzt alleine oder mit Leuten im Koop spielt, weil die meisten Leute... Ja, komm, schieß! Batz! Ja, man glaubt ein bisschen besser spielen. Ah, kannst direkt wegexekutieren, den Kollegen. Die meisten realen Personen dann ja doch besser spielen als irgendwelche KI-Buddies, die dann irgendwie an der falschen Stelle stehen oder was auch immer.
Das ist halt auch ein Grund, warum wir jetzt erstmal auf normal spielen und dann gucken wir, wenn es zu leicht ist, kann man es vielleicht noch hochstellen. Halte rechts, um mit der Blockhaltung von Gegnern schweren Angriffen zu durchbrechen. Na gut, okay. Ja, das hast du, glaube ich, vorhin sogar einmal schon gemacht, ne? Möglich ist es. Darf ich hier gar nicht weiter? Irgendwie bin ich gerade stuck. Hallo? Ich darf gerade nicht mehr laufen. Ah, jetzt geht's. Nö. Hä? Also, zurück geht. Ah, vor geht jetzt auch wieder. Sehr schön. Okay. Kurze technische Schwierigkeiten, aber das war auch Panik. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, ob das das Spiel ist oder meine Unfähigkeit, weil ich mir halt auch mit dem neuen PC gleich eine neue Tastatur gekauft habe und die Tasten sind halt alle verschoben. Das ist ganz schlimm. Also da, wo F1 vorher war, sozusagen vom Gefühl her, ist jetzt F2. Das aber hast du einen Controller? Nee, ne? Nein, ich habe... Ja, ich bin tatsächlich am überlegen, ob du dir nicht selber einen Gefallen damit tun würdest, dir nochmal irgendwie einen Controller zuzulegen. Maybe. Ich glaube, das ist wirklich ein Spiel, was für Konsolen-Use ausgelegt ist und ich hab auch erst angefangen... Ja, darf ich da kurz einmal reingrätschen? Haben wir jedenfalls unseren dritten Buddy aus dem Killteam gefunden. Können wir jetzt hier also umswitchen zwischen dem normalen Bolter und der Boltpistole. Mein Killteam hat eine Bruchlandung hingelegt. Hingelegt. Alle meine Brüder wurden von den Tyranniden getötet. Ich habe die Virusbombe. Bin auf dem Weg zum Orbitalwerfer. Sehr gut. Sie in der Stratosphäre, damit sie sich über die Tyranniden-Stellungen verteilt. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwie einen Vorschlag habt, genau, hier stehen auch wieder Fässer rum, sieht man schon oben rechts. Und wenn ihr noch irgendwie das Gefühl habt, dass wir an der Tonpegelung noch was machen sollten oder so, könnt ihr es uns auch gerne schreiben, kann man alles noch ändern. Ja, das muss man sagen, war jetzt heute Abend auch eine ziemliche Ad-Hoc-Geschichte. Also wir wollten gerne noch aufnehmen und haben dann festgestellt, dass irgendwie Aufnahme und halt irgendwie Tutorial streamen und... Spielen irgendwie bei Java dann nicht mehr so flüssig lief, weswegen wir dann uns kurzerhand entschlossen haben, dass ich das eben mal mache und das Problem damit ist halt so ein bisschen, dass also ich, wie gesagt, ewig nicht mehr aufgenommen habe und leider dann auch nur Routine momentan dabei habe. Genau, du hast auch heute den Rechner erst eingerichtet, der jetzt halt, wie gesagt, brandneu ist. Ja, gut. Da links ist noch so ein Ding, wenn die in der Nähe sind. Aber jetzt mit dem Bolter geht das alles schon ein bisschen knackiger, das ist ganz schön. Oh, perfekt, gutes Timing. Ja, und du das kriegst nochmal im Nahkampf auf den Dates, so wunderbar, dann können wir nochmal nachladen. Das ist tatsächlich beim Bolter halt der Nachteil, der lädt halt also nicht so schnell nach, die Nachladeanimation ist länger, das heißt, du musst ihm mehr Zeit geben, was soll ich hier tun? Oh, ein fettes Munitionslager. I see, gut. Schön, dass wir hier nochmal nachgeschaut haben. Ich weiß nicht, wie fern es sich lohnt, hier irgendwie einzelne Bereiche tatsächlich zu exploren. Ich auch nicht, aber jetzt lohnt es sich erstmal da ein paar Boltgeschosse zu versenken. Ich finde, sie haben das auch schon in Space Marine 1 sehr gut hinbekommen vom Gefühl, aber hier jetzt fast noch ein bisschen mehr, dass wirklich die Space Marines halt einfach ein Space Marine ist halt einfach eine Armee eigentlich. So, die sind halt so sturdy, sind ja auch irgendwie 2,5 Meter groß und... In der Rüstung wie eine knappe Tonne schwer, ja genau. Servoverstärkte Rüstung und die Boltgeschosse sind kleine Mini-Raketen und... Ich möchte gerne bitte... Nein? Nee, so nicht. Ich bin kein Profi, aber so wird das nix. Aber wie lustig das auch so einfach so rumeiert, so als ob das kein Eigengewicht hat. Im Vergleich zum Space Marine hat es das ja auch nicht, aber ich nehme das mal mit. Oh. Ich glaube, da vorne hast du noch genug, was du dich jetzt erstmal kümmern kannst. Ja, das Spiel heißt Sprungbeschuss. Sehr schön gekontert. Naja, gut, bei den kleinen Kackviechern, also, weiß nicht, die warnen dich auch 3 Jahre im Vorhinein vor. Ja, ja, bei den Kriegern ist das schon gar nicht so trivial, ne? Ja, da bin ich vorhin auch noch einmal gestorben. Ja, ich, hören Sie mal. Gut hier. Na, das ist schon ein bisschen nicht so geil irgendwie. Ja, wir waren jetzt eben mal kurz auf den Schild. Bist du für ein Marine, rennt der einfach weg. Also, wir wissen schon seit, ich könnte ja immer so, nein, könnte ich nicht. Was könntest du, was wolltest du sagen? Ich wollte eigentlich den Nahkampfschuss wollte ich benutzen, aber ich wollte eigentlich gerade sagen, wir wissen schon seit Dawn of War 1, wenn wir jetzt weglaufen, können wir am Anatar weiterkämpfen. Ein Anatar weiterkämpfen, so.
Das probieren wir nochmal. Ja, also das Hauptproblem war gerade bei dem Schuss, ich habe versucht zu schießen, aber was mir leider bei der Tatsache entgangen ist, ist so ein bisschen die Tatsache, also ich habe jetzt sehr häufig Tatsachen genannt, aber was mir entgangen ist, ist die Tatsache, dass der Bolter leer war, da war nicht mehr viel mit Schießen. Ah. Ja, das ist auch, also ich habe auch das Gefühl, dass dieser Exekutionsschuss tatsächlich auch nicht so richtig viel bringt, weil der irgendwie, also der hat irgendwie so ein ganz, also man kriegt halt trotzdem Damage von anderen Gegnern und je nachdem, wie viel so an meinen rumsteht. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier, ihmchen hier, glaube ich, loswerden, so, schwerer Konter hier, um den Dude da zu brechen. Alter. Das kann ich nicht kontern, dann soll ich lieber aus dem Weg kippen. So, jetzt komm mal weg. Erstmal den Kollegen da. Und das Schöne ist, hast du gerade gesehen, der Konter ist kürzer in dem Moment, wo andere Viecher noch da sind, damit du nicht so ewig lange da stunlocked bist. Das ist auch ganz cool. Ja, und der macht halt auch mehr, der macht halt ein bisschen Umgebungsschaden auch, ne, jedes Kontern. Ja, auch das. Und da stehen so viele Benzinfässer, die hätte man mal ja wegknallen können. Ja, das wäre viel zu einfach gewesen. So, soll ich eigentlich in die Richtung oder soll ich in die andere Richtung? Nee, ich glaub, du musst aber hier steht auch gefühlt irgendwie die halbe imperiale Armee, nur was wir noch nicht getroffen haben, ist ein einziger Soldat. Ja, da fragt man sich, wo die stecken, ne? Immer muss man alles alleine machen. Diese Verspätung wurde für die Nachprüfung markiert. Ja, Schichtwechsel überfällig, genau das nämlich. Schichtzeiten zurückgesetzt. Du bist registriert als im Dienst. Du bist registriert als im Dienst, ja, das ist super, ist das. Das wäre nett. Genau, die stacken da auch lustigerweise hier so ein, also man sieht es oben in der Mitte, halt so ein Biberfuch. Wenn der ganz oben ist, dann sehe ich nichts mehr, dann habe ich ein grünes Zeug im Gesicht. Ja. Ja, die Fernkämpfer machen das. Und was ich über den Bolter auch gelernt habe, wenn man halt so ein bisschen, ja, Einzelschuss macht, also das Ding zieht übelst nach oben, wenn man hier bum 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 bum, ne? Also ich habe auch später mal angefangen, also man sollte schon tendenziell eher Einzelschüsse abgeben, sonst trifft man gar nichts. Ja. Das hier ist halt irgendwie Warhammer 40k, wie es lebt und lebt. Irgendwie halt technische Anlage und überall schöne Kerzchen. Ne? Also, ja. Ach, guck mal, da ist doch mal ein Arbeiter. Vielleicht war es auch ein Servitor, man weiß es nicht. So. Das sieht mehr nach Servitor aus. Da ist ein bisschen viel Technik für so einen imperialen Soldaten an dem Körper. Ja, könnte auch ein Skitari sein, also ein Mechanikussoldat. Man weiß es nicht. So, und jetzt schieben wir hier mal... Schön. Die Granate in den Schacht. Das sehe ich jetzt, übrigens auch tatsächlich zum ersten Mal. Ich habe die Tutorial-Mission ja auch angespielt gehabt, aber das sehe ich jetzt auch, habe ich noch nicht gesehen. Übertrage Überschreibungserlaubnis. Setze die Flugbahn. Der Machine Spirit hat allerdings irgendwie leider keine Lust, uns zu helfen. Oh, Fragmentgranaten. Trischik. Bitte autorisierten Magos an der Konsole aufsuchen, genau richtig. Also wir müssen jetzt eigentlich hier noch irgendwelche religiösen Anbetungen machen, vorher dürfen wir nicht, aber... Oh, dann... Gucken wir mal. Fangen. Sehr schön. Ja, ist ja gut. Ja, komm, wir schmeißen gleich nochmal eine. Bisschen viel Action da hinten. Kannst du aufhören, mir zu dodgen, ein blödes Scheiß hier. Maret platt. Weißt du noch in Space Marine 1 diese kleine Sequenz, die so ein bisschen Horroratmosphäre hatte, wo die, wie hießen sie nochmal, die Grotz oder was aus der Decke gefallen? Ne, die explodierenden Viecher von den Orks. Ach so, du meinst die, wie heißen die, Squeaks? Bomben Squeaks. Ja, genau. Das in diesem Gang, cool, das war maximal anstrengend. So. Also ich fand generell, der erste Teil, der war halt auch in der Story halt super abwechslungsreich, ja, irgendwie, was so die Kampffläche angeht. Ist das, was da leuchtet? Oh, da so ein Explosivding? Nö. Doch, da, doch, oder? Da. Ach, ja, siehste. Man muss nur treffen, das ist alles. So. Das hilft. Dann können wir hier nochmal irgendwie ein paar Fracks und Zeug mitnehmen. So, Träumchen. Da haben wir wieder drei Fragmentgranaten. Ja, die Mischung aus Nahkampf und Fernkampf und dann noch irgendwie Zusatzwaffen und so, das ist schon richtig cool. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum solltest du jetzt auf die Nahkampfpistole wechseln? Ach, es gab später schwere Nahkampfwaffen, die nicht kombinierbar, nee, die mit dem Bolter nicht kombinierbar sind, ne, deswegen. Ich würde mal davon ausgehen, aber ich weiß es nicht genau. Also, und es sind halt auch zwei unterschiedliche Munitions... Dieses respektlose Verhalten dem Omnisire gegenüber wurde auf
gerechnet. Aktiviere die Startsysteme. Da das ist unsere Granate. Ja, doch. Ich hab keinen Magos, Junge, geh mir nicht auf den Sack. Er sah nicht mehr so aufsuchbar aus. Ein Magos wird sich in Kürze um sie kümmern, Alter. So, er sagt er selbst schon unwahrscheinlich. So, übrigens, das hier ist mega geil gemacht, weil also das hier ist halt also so ein Beschleuniger, so ein Magnetbeschleuniger, so eine Railgun letzten Endes halt, aber halt auch so ein bisschen wieder in so einem naja, Imperiums-Look halt, ne? Also du hast dann da oben halt dann auch wieder halt irgendwie über diese Türmchen, diese Kathedralen Optik und das ist halt schon sehr cool gemacht auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. Dann drucken wir mal auf die Knöpfchen. Das ist jetzt hier auch, glaube ich, ein bisschen das große Finale und Push the button. So, jetzt geht es hier los. Die Granate wird jetzt da reingeladen und dann macht die hier einmal halt genau den hier. So, die wird erstmal hier im Kreis rumgefahren. Beschleunigt, genau, und irgendwann wird sie dann quasi losgelassen und dann fliegt sie da hoch. Ja, und da kommt jetzt halt Party. Ja. Rechts kommen übrigens noch mehr, Fun Fact. Ja. Das sieht so eher so nicht so nett aus. Ja, das ist irgendwie so ein ziemlicher Oh-Shit-Moment. Oh, da ist ein explosives Fass, da ist ein explosives Fass. Ja, alles gut. Wir, du musst weiter nach vorne laufen. Nein, alles gut. Also, ja, ich habe mich an der Stelle ja versehentlich schon mal so ein bisschen gespoilert, aber... Stimmt, du hast vorhin schon das hier gesehen, ne? Genau, also die versuchen sich jetzt hier so an drei Bereichen hier irgendwie die Mauer hochzuarbeiten und wir können die freundlich davon überzeugen, dass sie das nicht tun. Das sollten wir auch tun, weil wenn sie oben ankommen, haben wir nicht mehr so wahnsinnig viel zu lachen. Und können da jetzt... Ja, da auch nochmal bitte. So, und hier kommen sie auch nochmal hoch. Dann haben wir jetzt alle Granaten, die wir hatten, einmal großzügig. Aber da sind trotzdem ultra viele von den explodierbaren Fässern noch auf dem ganzen Gelände auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, der blockt gerade leider unangenehm, der Hund. Ja. Ja, das war's mit der Rüstung. Hoppeli, hoppeli, hoppeli. Ich wollte mich eigentlich mal hier so... Ah, da kommen immer noch weitere, leider. Ja, das war sehr gut. Das weniger? So will ich das sehen. Das war jetzt nur semi-gut. Okay, gut. Weglaufen ist nicht. Ja. Ja, ey. Du lachst. Ah! Okay. Mutti! Oh mein Gott, Alter. Das ist schon wieder... Boah, das ist zu viel für mein altes Herz. Das, wie es ist. Hoppeli, hoppeli, hoppeli. So, erreichen. Wunderbar, haben wir erreicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Herz. Push the button. Jetzt aber richtig. Und jetzt ist das Ding halt ausreichend beschleunigt. Und jetzt machen wir hier einmal den Whee! Und tschüss. Tschüss. Fump. Ab. Es ist vollbracht. Schön, ja, allerdings. Mal hoffen, ne? Wo sind eigentlich die Leute, die dahinter eben waren? Ja, die sind jetzt weg. Klotsch. Also alleine kriegt er das besser hin als ist. Also ich wage zu bezweifeln, dass das tatsächlich irgendwie so ist, dass die Bots so viel schlechter sind als wir, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Aber er macht das sehr souverän, finde ich. Auf jeden Fall. So. Jo, moin. Ach, ist das schön. Ja, wenn man das vor allem nicht selbst machen muss, ne? Also. Klabims. So. Jetzt haben wir die Faxen hier aber dicke, glaube ich. Er nimmt den Helm ab. Ha? Und? Ach nee. Mensch, Massachen. Das ist der gute Titus. Ach, pui. Lecker. Offensichtlich jetzt im Dienste für die Inquisition unterwegs. Ja, offensichtlich, ja. Also, sicher, dass es nicht Oliver Kahn ist, so wie der gerade auf den Boden gerotzt hat, aber... Manuel Neuer. Ganz klar. Kahn hat das auch mal gemacht. Ja, anscheinend müssen wir da noch ein bisschen Backstory kriegen, was hier los war. Und das sind ganz schön viele Gegner. Und irgendwie sieht man dein Hut nicht mehr. Ja, völlig korrekt. Ich nehme euch alle mit, hat er gesagt. Also. Ich werde nicht drohen, bis ihr tot seid. Cool. Sehr ehrenhaft. Aber wir haben ja jetzt unsere Aufgabe hier irgendwie erfüllt und
Aber warum hast du keinen HUD? Verstehe ich trotzdem nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, weil das jetzt hier so die finale Last Stand Sequenz von ihm ist und er kann das hier eigentlich gar nicht mehr überleben. Nom. Oh, zwei. Aber sonst geht's euch gut, ja? Ja, jetzt kann ich. Oh, jo, gut ausgewichen, gut gedodged. Ja, es sind aber zwei. Das ist richtig. Okay, gut, der Bolter ist wieder leer, das ist dann jetzt sehr schlecht. Hey! Ist leer geballert? Nein! Ah. Da ist einfach das Magazin rausgefallen, ist auch völlig klar, ne? Achso. Okay, da war es nur noch einer. Ach, ist das schön. Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin unbesiegbar, sonst wäre es das in dem Stadium schon gewesen. Meinst du? Ja. Ah, ja. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Da hinten sind noch Thermaganten, die könntest du nochmal ausschalten. Sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Wenn ich wieder einen jetzt treffen würde, wenigstens mal. Ja, ist jetzt nochmal gut hier, oder? Haben wir noch Bock? Der eine will nicht, ne? Nicht so richtig. Kannst du noch ein bisschen nach hinten laufen? Ich glaube, das ist Waste. Ich kann jetzt höchstens in die Richtung nur laufen. Ah, die machen Platz, nett. Komme ich hier raus? Also die kommen jetzt auf jeden Fall näher in dem Moment, wo du... Oha. Bitte kein Carnifex. Was? Geil. Aber du liebst doch die Tyranniden, du hast doch richtig Spaß hier, oder? Wobei, also... Boah, Junge! Was der mit mir macht hier, heilige Scheiße, Alter. Aber warum also, kann der das? Aber 1 gegen 1, Carnifex gegen Space Marine, ist auch ein bisschen OP. Okay, gut, ich glaube, das war's dann mit mir. Ich glaube, das war gezielt, ja. Okay. Hallo. Schön, schön. Oh, Unterstützung. Aber die hätte ruhig mal eine Minute eher kommen können, finde ich. Ja. Aber ein Rätsel gilt es ja auch noch zu lösen, weil im Trailer sehen wir ständig einen Astartes, der anders ist als die anderen. Also einen Space Marine neuerer Machart quasi. Das gab nämlich für den Games Workshop quasi mal einen Overhaul. Da gab es nämlich dann sozusagen größere, noch bessere Space Marines, die noch effizienter sind, noch stärker kämpfen und so weiter. Und die Primaris Space Marines genannt werden und die sozusagen jetzt im Tabletop langsam den normalen Space Marines den Rang ablaufen, beziehungsweise die eben halt ersetzen und in der Lore halt einfach irgendwie quasi die Weiterentwicklung derer sind. Und wie gesagt, man sieht in dem Trailer und überall halt sonst immer einen Primaris Space Marine und Titus ist aber halt ein normaler. Die können sich upgraden, das ist aber sehr gefährlich und man macht es nicht mal eben so. Aber vielleicht haben sie es gemacht, um ihn zu retten. Vielleicht. Auf jeden Fall stabile Muskulatur, der Mann. Stabiler Stirnacken. Ah. Ordentlich Dells. Lobet den Imperator. Die Wunde war tödlich. Sie haben nur dank der Rubicon-Operation überlebt. Wir haben sie rundum erneuert. Sie sind jetzt ein Primaris. Ach, guck. Warum? Lord Kalgar höchstpersönlich gab den Befehl. Ist er hier? Nein, der Primarch hat ihn gerufen. Ich muss zurück zur Watch-Festung. Sie haben eine neue Aufgabe. Aber mein Platz ist in der Death Watch. Die Inquisition findet keinen Makel an Ihnen, Titus, der Häresie beschuldigt.
haben sie in der Death Watch gebüßt. Fast ein Jahrhundert lang. Ohne das geringste Zögern. Aber sie können erst erlöst werden, nachdem sie sich dem Urteil ihrer Brüder gestellt haben. Beweisen sie sich, und sie werden entzündet. Geil. Diese Dinger am Kopf, diese Nieten. Ich glaube, die Goldenen stehen für 50 Jahre Dienst. Deswegen hat er jetzt 4. Ich glaube, am Anfang hatte er 2. Oder sogar für 100. Dann hatte er 3. Aber jedenfalls hat er mindestens eine mehr. Meine Pflicht ist mein Schicksal. Was ist Angst? Meine Angst ist zu versagen. Was ist der Lohn? Meine Erlösung ist mein Lohn. Was ist Ihr Handwerk? Mein Handwerk ist der Tod. Was ist Ihr Schwur? Mein Schwur ist die ewige Treue. Ja, das nenne ich mal eine Exposition. Auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, was Phase ist. Sehr, sehr, sehr geil. Durch die Würfel sind gefallen. Sind Sie nun ein primares Marine? Sie sind jetzt stärker, schneller und widerstandsfähiger. Sie werden Ihren Platz als Ultramarine erneut einnehmen. Ihre Brüder werden von Ihrem Dienst in der Death Watch wissen. Aber ihr unehrenhafter Status als Schwarzschild wurde aus den Archiven getilgt. Sollte er entdeckt werden, dürfte es Fragen geben. Lord Kalgar gibt ihnen eine zweite Chance. Vergeuden sie sie nicht. Tja. Ja, geil. Ja, also ein Schwarzschild war er. Das bedeutet das also vermutlich, dass sein Schulterpanzer da abgedeckt war. Ja. Und wir sind jetzt ein primarer Space Marine, kein Erstgeborener mehr, kein Firstborn. Diese Operation ist übrigens gar nicht so ungefährlich. Also Maneos Kalgar, der Ordensmeister der Ultramarines, hat sich der selbst unterzogen, meines Wissens. Aber also es ist tatsächlich so, dass selbst bei gesunden Space Marines die Überlebensquote bei dieser Operation unter 50% liegt, meines Wissens. Das heißt, es ist halt ein hohes Risiko, dem man sich da aussetzt. Und in seinem Fall war es anscheinend eben das Einzige, was ihn retten konnte. Ja, bei Titus hat es anscheinend funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, wann wir jetzt in den Koop kommen. Ich denke mal, du musst da jetzt trotzdem mal kurz weiterlaufen. Ich glaube, die erste Mission, die man von Captain Acheran kriegt, ich lese es jetzt einfach mal auf Deutsch vor, ist, glaube ich, die, die man dann im Koop bestreiten kann. Insofern werde ich mich jetzt dem nochmal eben vorstellen und dann für den Moment, glaube ich, die Aufnahme beenden und das als ersten Teil so stehen lassen. Aber ja, wie gesagt, wir haben ein dunkles Geheimnis, also das wir von unseren Brüdern verstecken müssen. Ja. Ach, dieses ganze Setting ist einfach so cool. Und wir sind anscheinend degradiert worden. Wir waren ja mal Captain, jetzt sind wir noch Leutnant. Ja. Ja, Bruder. Ach, schön. Feels like coming home. Endlich wieder 40k-Spiel. Aber da sehen wir halt, also Ihmchen hier ist ein normaler Mensch. Die primären Space Marines sind nochmal größer als normale Space Marines, aber also einfach, um das mal ins rechte Licht zu rücken. Ne? Also der ist jetzt höchstens hier noch auf Höhe von dem Gürtel. Ja. Ja, dann laufen wir zu dem Kollegen Acheran darüber. Gucken wir mal, was der noch zu erzählen hat. Ja, der fällt hier auf die Knie, richtig. Die Hingabe. Ja, auf jeden Fall. Ja, Ihmchen hier bekreuzigt hier, beziehungsweise macht das Zeichen der Aquila, wie es, glaube ich, im Universum genannt wird. So, versammeln. Ja, ich bin alleine, aber interagieren. Ja, drückt auf das Knöpfchen, so. Und dann geht's abwärts. Nee, ja. Aufwärts, auch gut. Ja, der Captain steht da wohl oben, ist so logisch. Ja, macht Sinn. Aber wie gesagt, also das war wahrscheinlich auch gerade schon wieder bedeutungsschwanger, von wegen, sollte ihr Status als Schwarzschild entdeckt werden, dann könnte das Fragen geben. Ja, natürlich. So. Warum auch immer er entehrt worden ist, er hat ja eigentlich nichts getan, ne? Also ist ja nicht so, dass er irgendwas verkackt hätte, im Gegenteil, er hat ja diese Mechanikumswelt da alleine gerettet, nur weil halt ihn da sein blöder
Untergebener da verpetzt hat, ne? Ja, auch nice, so mit der Battle Barge. Das haben wir auch gespielt, fällt mir gerade noch ein. Ja, stimmt. Battlefield Gothic Armada. Haben wir 2 Videos zugemacht. Mein Lord, Leutnant Titus meldet sich zum Dienst. Klonk. Ja, scheint kein Primaris zu sein. Wie geht's euren Wunden? Gut genug. Ich bin ganz ehrlich, Titus. Ich halte euren Wiedereinsatz für keine gute Idee. Es wird Fragen geben. Und Argwohn. Wir können uns keine Zwietracht unter den Männern leisten. Nicht jetzt. Sie sind jetzt ein Leutnant. Ist das ein Problem? Nein, Captain. Also schön. Eine Splitterflotte der Tyranniden greift an. Sie bedroht 2 Planeten. Avarax, eine Makropolwelt, und Kadaku. Den kennen Sie schon. Wir werden den letzteren aufgeben. Es gibt dort nur Adeptus Mechanicus Forschungseinrichtungen. Wir evakuieren die wichtigsten Güter und Mitarbeiter. Die Abwehrwaffen werden unseren Schiffen den Himmel freihalten. Die Tyranniden wissen von unserem Vorhaben. Sie müssen da runter und diese Waffen beschützen. Captain, Sie haben mich herbestellt. Sergeant, das ist Leutnant Titus. Er übernimmt das Kommando über Ihren Trupp. Sir, ich... Ich erwarte Sie in 30 Minuten am Boden. Wegtreten. Der wirkt wenig begeistert. Ja. Ja, dass der Sergeant vom Leutnant die Befehle annehmen muss. Ja, das hat ja seine Richtigkeit. Ja, aber... Ja, das stimmt, aber... Der ist jetzt halt irgendwie wieder neu dabei und die... Die Absolver steht zum Abflug bereit. Und den Kollegen wahrscheinlich nicht. Das ist Leutnant Titus. Er wird unseren Trupp anführen. Ach, wirklich? Es freut mich, einem solch erfahrenen Kommandanten zu unterstehen. Ist der Rest des Trupps bereit? Hat sich bereits auf dem Flugdeck versammelt. Gut, wir brechen sofort auf. So, und das sollte die erste Mission sein, die wir tatsächlich dann auch im Koop spielen können. Du kannst jetzt online spielen. Lade Leute in deinen Trupp ein und spiele mit ihnen. Und ich glaube, dann ist jetzt der passende Zeitpunkt gekommen, um diesen ersten Part zu beenden. Ja, ich fummel hier noch irgendwelche Adeptus Mechanicus Diener an und gehe hier irgendwelchen... Geschütze sind einsatzbereit. Mach das mal. Ja, auf jeden Fall ein sehr stimmungsvoller Einstieg, finde ich, in Space Marine 2. Wir sind gespannt, wo es hinführt. Wir hoffen, dass ihr alle Bock drauf habt oder zumindest einige von euch Bock drauf haben, auch wenn es kein RTS ist. Ach Mensch, guck mal. Ja. Die waren auch am Anfang in Gothic Fleet... High Fleet Gothic Armada. Jetzt habe ich es also im ersten Teil total overpowered, diese Makrokanonen vorne drin. Ja. Wie hießen die noch? Vulkanokanonen? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ja, sehr stimmungsvoller Einstieg auf jeden Fall in dieses neue Projekt, finde ich. Und da sind auch die Tyranniden. Ja, wir sind mal gespannt, wie das hier weitergeht. Hoffen, dass wir dann jetzt im nächsten Part dann zu dritt am Start sind. Das macht total Sinn. Und würde ich sagen... Uns erreicht eine dringende Bitte um Verstärkung. In dem Sinne. Ja, die quatschen da, glaube ich, jetzt einfach noch 2 Stunden weiter. Die Ehrenwache steht hier rum. Die haben ja immer diese Flügelhelme. Das sieht auch ziemlich cool aus. Ja, das ist schon alles sehr mit Liebe gestaltet. Also ist auch ein Spiel, was vom ganzen Setting einfach Spaß macht. Also ich glaube, das Setting, also wenn du drinstecken würdest, würde nicht so Spaß machen, aber so zum Zugucken ist es nett, das finde ich richtig. So, auf jeden Fall. Da haben wir jetzt also Chiron und Gadriel, unsere beiden Untergebenen, die also im einen Fall etwas motivierter, im anderen Fall etwas unmotivierter irgendwie uns da jetzt unterstehen. Und wir gucken mal, wie das so weitergeht dann in der nächsten Runde. Ich hoffe, dass das jetzt mit der Aufnahme soweit alles geklappt hat, die Soundabhegelung okay war. Das werden wir aber leider jetzt erst im Nachhinein rausfinden. Sehen uns auf jeden Fall dann relativ zügig wieder dann im nächsten Teil und hoffen, dass es ein Projekt ist, auf das ihr Bock habt. Genau, danke euch fürs Einschalten. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ich muss mit Tschüss.